Ein freundliches Hallo und Servus. Für alle, die uns kennen, wissen es vielleicht schon, neben dem Fridge Grow System, das geschlossen ist, bieten wir auch eine Produktlinie für das Zelt an. Hier haben wir Controller für Licht und für Belüftung. Alle Geräte, die es bei uns gibt, haben Monitoring schon mit an Bord plus Automatisierung und Regelung. Das heißt, alle Messwerte, die gemessen werden, auf die kann auch dann das Gerät richtig abgestimmt werden. Das heißt, beim Licht gibt es eine Temperaturgrenze, wo sich das Licht automatisch stimmt. Für die Lüfter gibt es dann Luftfeuchtigkeit und Temperatur als Regelgrößen, wo sich dann die Drehzahl automatisch anpasst. Natürlich gibt es noch viele weitere Features, die werde ich in einem der nächsten Videos erklären. Und für alle, die unser altes System, das FlexoGrow-System kennen, sei gesagt, das neue System wird das gleiche Feature-Set bieten wie das alte. Keine Sorge, spätestens dann, wenn die neuen programmierbaren Sockets Ende des Jahres auf den Markt kommen, kann man jedes beliebige Gerät dort einstecken und basierend auf den Messwerten regeln. Damit könnt ihr alle eure Geräte im Zelt automatisieren, spart Kosten, Zeit und Geld, weil ihr zum einen nicht mehr zum Zelt müsst. Wir nehmen jetzt ein Beispiel. Es wechselt die Temperatur, es wird kühler, es wird feuchter. Ihr müsst zum Zelt gehen, schauen, welche Temperatur, welche Luftfeuchte hat es. Dann zum Beispiel den Lüfter nachdrehen. Ihr habt kleine Pflanzen im System, wollt nicht mit der vollen Lichtleistung drauf, ihr müsst die Lampe dämmen. Das alles könnt ihr mit unseren Produkten ganz einfach von zu Hause aus machen. Und das Schönste an der Sache ist, die Installation ist kinderleicht. Ihr nehmt den Controller, steckt diesen ein und könnt direkt loslegen. Alle unsere Produkte haben ein integriertes Display, das ohne Internet direkt genutzt werden kann. Oder ihr könnt natürlich die Portal-Features nutzen und von überall auf der Welt euch das Monitoring ansehen und die Regelung vornehmen. Das heißt, ihr seid auf Urlaub, ihr merkt irgendetwas in eurem Zelt, passt nicht von den Werten, umgestellt und fertig. Grundsätzlich arbeiten alle Geräte immer so, dass sie möglichst wenig Energie verbrauchen. Das heißt, nur die Energie, die notwendig ist, wird auch verbraucht, was euch am Ende des Tages wirklich wieder Geld spart. Zu den Details der einzelnen Produktlinien werde ich noch eingehen. Wichtig ist noch, es ist kein zentraler Hub, kein zentraler Controller, weil wenn der Controller Probleme hat, kann es sein, dass das ganze System steht. So ist einfach modularer aufgebaut. Und wenn zum Beispiel das Licht ein Problem hat, läuft der Lüfter nach wie vor ganz normal weiter. Ja, das ist unser Plantalytics-System. Plantalytics Light für Hortivon- und Sunlight-Lampen. Eine Integration für Prima Klima EC Blue RJ45-Linie. Und einmal unsere eigenen smarten Lüfter, die entweder in Turbinen oder in schöner UFO-Form daherkommen. Wer mehr Interesse hat an unseren Produkten, schaut bei uns gerne auf der Webseite oder im Shop vorbei. Würde uns natürlich freuen, wenn es Fragen gibt, meldet euch gerne. Ansonsten bleibt schlau und ciao.